Heute war was sehr Überraschendes. Erster FC Nürnberg spielt gegen Bayern München nur 1-1 dadurch. Ist Bayern München auf Platz 1 hat nur 2 Punkte Führung, Nürnberg auf Platz 17. Insgesamt hat Nürnberg einmal gewonnen, 6-mal unentschieden gespielt und 13-mal verloren. Tore sind in der 48. Minute durch Pereira gefallen, dann in der 75. Minute durch Gnabry und in der 91. Minute schießt Leitdolb in der 91. Minute gegen das Aluminium.